Ich hätte nie gedacht, dass ich vielbegabt bin. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe in Workshops oder in Einzelgesprächen mit Menschen, wenn das Thema Vielbegabung einfach da war. Mein Name ist Katrin Stigge und ich bin in der Karriereberatung und Neuorientierung mit vielbegabten und hochsensitiven Menschen tätig. Mit viel, viel Freude beobachte ich so, ich sag mal, vier Phasen, wenn es darum geht, sich dieses Thema zu sich zu nehmen. Die einen kommen über Fragebögen zu diesem Thema. Sie haben das erste Mal das Wort gehört oder gelesen und tauchen über die Fragebögen ein. Die gibt es auf meinem LinkedIn-Profil oder auf der Webseite kostenfrei runterzuladen. Oder Ihnen passiert es einfach, dass Sie gefragt werden. So ging es mir damals. Bist du vielbegabt? Bist du eine Scanner-Persönlichkeit? Und dann, ja, was dann passierte, war bei mir ganz spannend. Ich war irgendwie wie vom Blitz getroffen oder ich merkte, wow, da ist was. Da muss ich unbedingt tiefer eintauchen. Kennt ihr das, wenn es so, wenn die Energie so anfängt zu vibrieren? Ich wusste nicht mehr als das, aber ich wusste, da muss ich tiefer rein. Und das habe ich gemacht. Ich bin in Bücher eingetaucht, in Filmchen eingetaucht und fand es spannend, dieses Thema zu erobern. Das ist auch wirklich schon die erste Phase. Und an die schließt sich ziemlich schnell die zweite Phase an. Denn dann ging es los, dass ich merkte, meine ganze Vergangenheit lief wie ein Film ab und glich immer wieder ab mit dem Thema und mit den, ja, Fragen und Antworten zu viel Begabung. Das war dann so, dass ich mir sagen konnte, was ist eigentlich in meiner Kindheit alles passiert? Ach, deshalb ist das passiert. Deshalb war ich so. Deshalb habe ich das immer gemacht. Deshalb wollte ich das nie machen. Sowohl das eine als auch das andere zeigt sich. Und das ging im Jugendlichen weiter, in meiner jugendlichen Laufbahn. Im Erwachsenenalter hörte es nicht auf. Es gibt unendlich viele Beispiele in meinem Leben, wo ich sagen kann, ja, da kenne ich mich ganz genau wieder. Und so ist es auch bei meinen Klienten und Klientinnen. Es klärte so das ganze bisherige Leben. Es ist, als ob alle Puzzleteile sich an den richtigen Platz sortieren. Und was ist das Ergebnis? Es fühlt sich einfach gut an. Es fühlt sich irgendwie erleichtert an. Ich habe immer gedacht, ich bin anders. Mein So-Sein konnte ich nicht immer akzeptieren. Ich fand mich immer irgendwie nicht gut genug oder einfach zu anders oder ja, da war einfach immer, ihr kennt das vielleicht, eine Wertung drin. Hey, war das toll, da auszusteigen. Und es war so, als ob ich mir meiner selbst bewusster wurde und bewusster, obwohl ich ja mich schon das ganze Leben lebe und diese ganzen Geschichten kenne, habe ich durch diese Erkenntnis einfach das Ganze auf eine andere Stufe gehoben und das hat echt gut getan. Wow, spätestens dann fing ich an zu grinsen und zu lachen, mich darüber zu freuen. Und dann begann auch schon die Phase 3. Das schließt sich ja wiederum ganz schnell direkt an. Und das ist die Phase, da ist dieser unbescheidene Moment, der da heißt, ja, ich bin vielbegabt. Das ist eine Entscheidung. Ich fand das, ich nenne es unbescheiden, weil wir kennen das ja, Eigenlob stinkt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so komme ich nicht weiter. Eigenlob stimmt. Das sind ja alles Geschichten, die in meinem Leben passiert sind. Die sind wahr. Die habe ich nicht erfunden. Das hat mir kein anderer erzählt. Das habe ich selber alles erlebt. Da scheint doch was dran zu sein. Okay, ich bin vielbegabt. Und dann kommt auch gleich so dieser Wunsch, das jetzt so ins Leben zu holen. Was bedeutet das, wenn da viele Gaben sind? Welche sind es denn? Welche sind es und wie kann ich die für mein Leben nutzen? Und ich hatte einfach, ja, Lust, dass ich jetzt meinen Platz im Leben einnehme. Ich will diese ganzen Sachen, diese ganzen Gaben leben. So, jetzt. Da war eine Aufbruchsstimmung da, die fühlt sich einfach großartig an. Die Energie ist perfekt. Und dann geht es los, und das ist dann eine sehr wichtige, die vierte Phase, das Bergen der Fähigkeiten. Da geht es wirklich darum zu schauen, ja, was kann ich denn alles? Und ich habe eine Entdeckung gemacht. Eine ganz spannende Entdeckung, nämlich immer wenn ich mich mit Menschen unterhalten habe, sagen Sie mir,
Ja, das ist doch ganz normal. Das mache ich immer so. Mit der oder mit der Schulter wird geschüttelt. Das mache ich schon immer so. Ich hatte ihnen vorher gesagt, weißt du eigentlich, dass du das ganz besonders gut kannst? Dass das deine Fähigkeit ist oder eine deiner Gaben? Und das wurde fast abgetan. So, ja, das ist doch ganz normal. Für mich ein ganz wichtiger Moment, denn es geht drum, und das ist mir ganz wichtig, den Menschen zu vermitteln, wenn ihr merkt, eure Schulter geht so hoch und das ist doch ganz normal. Schaut bitte hin. Da versteckt sich eine Fähigkeit. Das ist eine Fähigkeit. Das ist genau das, was dich ausmacht, was dich einzigartig macht. An der Stelle vielleicht noch gesagt, ich spreche hier zwar vom Thema Vielbegabung, aber diese Schulter, die haben natürlich alle Menschen. Alle sagen, das ist normal. Jeder hat Gaben. Grabt sie aus. Vielbegabung ist keine Diagnose, es ist kein Etikett, es ist keine Schublade, in die jemand reingesteckt werden soll, sondern es ist einfach der Zugang zu einem Thema, zu den vielen Fähigkeiten, die in uns Menschen stecken, die unsere Einzigartigkeit ausmachen. Hey, und wenn uns das bewusst ist, was da in uns steckt, wisst ihr, wie ich das nenne? Das ist für mich das goldene Ich. Das goldene Ich, das ist für mich Alchemie pur. Wenn ich entdecke, was in mir toll ist, was in mir schön ist, was einzigartig ist und was für andere Menschen einen Nutzen oder Mehrwert hat. Hey, und wenn es heißt, kennt ihr diesen Spruch, im Innen wie im Außen? Wenn ich im Innen sehe, dass da was Goldiges ist, was auch immer es ist, dann hat das doch im Außen einen Ausdruck, oder? Hey, jetzt sind wir doch mal smart. Das ist doch dann die Höhe meines Gehaltes. Oder das sind die Kunden, die mich für meine Fähigkeiten bezahlen. Ich finde das einen genialen Ansatz. Es lohnt sich also, nach diesen Fähigkeiten zu schauen, sie zu bergen und aus den Fähigkeiten auch die eigenen Meisterfähigkeiten herauszufischen oder herauszuholen. Das bedeutet wirklich Austausch, vielleicht mit Menschen, deinem Gegenüber. Es sollten wohlwollende Menschen sein, Menschen, die Lust haben, mit dir gemeinsam dahin zu schauen und wirklich ja auch positiv, kreativ, unterstützend sind. Ja, ich lade euch dazu ein. Das war mir heute ein ganz wichtiges Anliegen, euch mal in diese vier Phasen eintauchen zu lassen, ganz bewusst. Und natürlich gehen sie nicht 1, 2, 3, 4, sondern es ist mal die erste, dann kommt die dritte, dann kommt die vierte, dann die zweite, dann nochmal die dritte. Ich muss mich nochmal entscheiden, dass ich wirklich, wirklich vielbegabt bin. Und schon wieder kommt eine Gabe oder eine Fähigkeit, die ich entdecke. Taucht doch einfach mal in dieses Thema ein. Ich möchte euch da echt herzhaft zu einladen. Und wenn du jetzt Lust hast, einfach mal mit mir tiefer oder näher in Kontakt zu kommen zu diesem Thema, dann lade ich dich ein. Ich gebe jede Woche 2 kostenfreie Webinare und ich kann mir den Spruch echt nicht verkneifen. Ich finde ihn die ganze Zeit irgendwie nicht so optimal. Kostenfrei, aber nicht umsonst. Ich muss ihn jetzt einfach mal sagen. Es ist wirklich ein wunderschöner Austausch unter den vielbegabten Menschen. Es ist eine Begegnung, es ist ein Netzwerken, es ist ein Eintauchen in Fähigkeiten. Es ist einmal ganz gepflegt Sachen loslassen oder weglassen und das Neue erobern. Das macht Spaß, das gibt Energie. Komm doch einfach, ein Ruck. Ich lade jede Woche ein. Über LinkedIn schicke ich den Link raus. Sei dabei. Bis dann. Ciao.